SpongeBob, ich brauche deine Hilfe. Sheldon ist zu stolz, um dich zu fragen. Aber dein Missgeschick hat den Abfalleimer umgestoßen und du musst ihn wieder aufstellen. Wir haben bereits ein akribisch durchdachtes Gerüst aufgestellt, aber Sheldon hat seine, zarte Natur nicht mit eingerechnet. Entschuldigung vielmals. Es gibt wichtigere Dinge als umgekippte Mülltonnen. Es ist keine Mülltonne, sondern ein Eimer. Und er ist Bikini Bottoms einziges Restaurant. Ich kann mir vorstellen, dass alle aus einem Abfalleimer essen wollen, aber das Schicksal des gesamten Universums steht gerade auf dem Spiel. Ach was? Das Universum kann warten, bis wir einem Freund in Not geholfen haben. Wieso funktioniert das nicht? Meine Berechnungen sind fehlerfrei. Können wir helfen? Ich brauche eure Hilfe nicht. Aber wenn ihr diese ganze Unordnung wieder gut machen wollt, dürft ihr mich gerne unterstützen. Hier, nutzt diesen Hochgeschwindigkeitsbewegungsverstärker, den ich eigentlich dafür erfunden habe. Oh, ist das ein Blasensurfbrett? Ja, aber nur mit einem komplizierten Namen kassiert man die Lorbeeren. Ich war noch nie hier drin, aber da die krosse Krabbe verschwunden ist, habe ich wohl keine andere Wahl. Gibt es hier irgendwas Essbares? Technisch gesehen ja. Wir Bürger von Bikini Bottom müssen in diesen schweren Zeiten zusammenhalten. Also lass alle wissen, dass der Abfalleimer seine Rolle als die einzige Nahrungsquelle der Stadt demütig annimmt. Ihr Narren! Plankton! Ich wusste immer, dass du tief im Innern ein nützliches Mitglied der Gesellschaft bist. Und keine Sorge, Patrick und ich werden nicht ruhen, bis wieder alles so ist wie vorher, damit nie wieder jemand im Abfalleimer essen muss. Moment, war der letzte Teil wirklich notwendig? Nicht zu fassen. So viel reines, pures Gelee, so viel rohe Energie. Für das nächste Kostüm. Es sollte dir vertraut vorkommen, aber lass dich vom Äußeren nicht beirren, wenn du durch das nächste Portal gehst. Oh, meine Karate-Montur. Das modischste Outfit, das ich habe. Mit diesen Seepferdchen gelangen wir viel schneller von A nach B. Und häufiger wird es diese Gelee-Dinger sehen wie etwas aus, das Thaddäus machen würde, oder? Ja, genau. Ich glaube, er nannte es, wie lautete das Wort? Kunst. Also, ich nenne sie Samantha. Thank you.
Oh, oh, nicht Schleim. Wirklich mein bester Freund. Ich wusste, ich kann auf dich zählen, Patrick. Die Hoffnung nicht auf! SpongeBob und Patrick sind auf dem Weg! Oh, jetzt verstehe ich, warum in Großraumlimos so viel Platz ist. Damit man sich ordentlich dehnen kann. Meinst du, Sandy kam hier vorbei? Sie schien mir nicht... Ich muss zugeben, ich hätte absolut jemand Größeren für die Rolle erwartet. Aber auf mich wirkt jeder klein. Tut mir leid, rede ich zu viel? Das ist mein erster Tag. Ich bin so nervös. Die Aufnahmen beginnen in einer Minute und 58 Sekunden. Nein, 57. Beeilen Sie sich einfach. Statistisch gesehen halten Regieassistenten nur 0,87 Tage durch, bevor sie entlassen werden. Ich muss besser sein. Zack, zack, hier lang. Geduld ist nicht seine Stärke oder Verständnis oder Freundlichkeit. Unglaublich, dass das der Star sein soll. Wow, sie fotografieren uns. Sind wir im Film? Oh, sehe ich aufgeblasen genug aus? Ich habe mich gerade erst aufpuppen lassen. Dieser Bereich ist zugangsbeschränkt. Keine Fotobomben erlaubt. Was machst du denn noch hier? Bitte begib dich zum Ausgang, sonst werde ich gefeuert. Der Regisseur wartet auf dich. Nanu, wie bist du so schnell hierher gekommen? Sie muss sich vorgedrängelt haben, Patrick. So ein Glück. Thank you.
Junge, das ist ja ein großer, schwerer Geleebrocken. Solange er im Käfig bleibt, passiert dir nichts. Den großen, fies aussehenden Typen, der nicht aufhört, uns anzustarren. Sogar ein Headset auf. Wir müssen in die ferne Zukunft gereist sein. Ich glaube, das ist nur ein Filmset, Patrick. Unverschämt spät, wie ich sehe. Jetzt auf die Plätze. Der Regisseur ist Thaddeus? Er hat eine Vision, SpongeBob. Dieser Film wird ein echter Flop. Für einen Wicht von einem Schauspieler haben mir diese in der Agentur da aufgedrückt. Ich habe ihnen Kunst versprochen und so zeigen sie sich erkenntlich? Ich habe einen Helden verlangt, kein kleines gelbes Marshmallow. Hast du zu lange in einem Whirlpool gesessen und bist geschrumpft? Hallöchen, Herr Regisseur. Ich bin SpongeBob. Die Aufnahmen beginnen in 9, 7, sehr bald. Versteh dieses unkultivierte Casting-Gesindel denn nicht, dass ich Ihnen gestatte, an etwas teilzuhaben, das zweifelsohne die größte Filmsensation in der Geschichte des Meeres wird? Aber lass dich nicht entmutigen. Immerhin habe ich das nötige Talent, um dich in ein Werkzeug zerstörerischer Schönheit zu verwandeln. Oh, prima! In dieser Szene kämpfst du dich durch die von Banden geplagten Straßen der Stadt. Und bleib immer im Bild. Und Action! Ich hab's noch nie gesehen. Ja.
einfach diese Gelee-Teile besiegen. Was für eine schöne Blase. Ich will sie platzen lassen. Das geht nicht. Das ist unzerstörbare Magie, dank des Gelees, das ihr für meinen, unseren Zweck sammelt. Cassandra, bist du sicher, dass wir hier Sandy finden können? Das Portal hat euch genau dorthin gebracht, wo ihr sein solltet. Widersetzt euch dem Gelee-Versum nicht. Sammelt es stattdessen ein und bringt es zu mir. Außerdem hat das Gelee mir geflüstert, dass du bereits in der Branche gearbeitet hast. Sehnt sich dein Schwammkopf nicht danach, noch einmal im Rampenlicht zu stehen? Du hast recht. Wenn wir so Sandy und die Welt retten können, werde ich schauspielern, was mein kleines schwammiges Herz hergibt. Danke, Cassandra. Wir haben so ein Glück, dass Cassandra uns hilft. Was für eine selbstlose Frau. Einen Wicht rumlaufen sehen wollen würde, würde ich Wichtläufer 2 filmen, wie mein Agent es wollte. Das hier ist ein Karate-Film! Aber ich muss wohl mit dem arbeiten, was ich habe. Fangen wir mit was Leichtem an. Einem Karate-Tritt!
gerettet! Um zu beweisen, dass du wirklich einen großen Karatehelden verkörpern kannst, habe ich eine kleine Herausforderung für dich vorbereitet. Über den Dächern der Stadt. Jetzt tritt diese Tür ein und zieh los. Ich sage, wir treten die Sache mal los. Pizza, super knusperig. Als sonst. Ich hoffe, Cassandra hat recht. Und all dieses Ungewicht ist nicht Andy. Die Kleinen sehen schnell aus und hungrig. Das haben wir gemeinsam. Schnell sein. Ich glaube, das brauchen wir, um vorbeizukommen. Nein, nicht die schon wieder. Vertreib sie mit einem Krabbenkrieg von meinem Set, ja? Paparazzi, die den Regisseur in Verruf bringen wollen, indem sie die schmierige Seite seiner Arbeit einfangen, die es natürlich nicht gibt. Es wäre wirklich Choral, wenn du sie mit ein paar deiner raffinierten Moves ablenken könntest. Ich werde mich besonders fotogen geben. Bitte.
Ordnung. Lieferung kommt. Schwamm, die Wache wird dich jetzt durchlassen.